Selbstverbrennung von 9 Tibetern macht mich tief betroffen. Was dort in Tibet geschieht, ist der Ausdruck von purer Verzweiflung. Es ist wirklich der allerletzte Weg, den diese Tibeter dort sehen, um die Weltöffentlichkeit aufmerksam zu machen auf das, was dort geschieht. Dass die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dass Menschenrechte missachtet werden, obwohl sie in China in der Verfassung verankert sind. Das sind alle Situationen, das sind Begebenheiten, die machen uns fassungslos. China versucht natürlich mit brutaler Gewalt diesen Aufstand zu unterdrücken. China versucht, so wenig wie möglich Informationen darüber an die Öffentlichkeit zu geben. Das gelingt Gott sei Dank nicht, sondern die Welt hat ein Auge auf Tibet, auch wir hier in Deutschland, auch wir hier im Deutschen Bundestag. Und wir dürfen das nicht durchgehen lassen. Es muss politische Konsequenzen haben, wenn man sieht, was dort derzeit in China geschieht. Die Medien spielen eine große Rolle. Die Medien auch in ihrer Berichterstattung über diese Situation zu berichten. Es ist nicht nur damit getan, über die letzte Reise seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Deutschland zu berichten oder über den Empfang im Kanzleramt von der Bundeskanzlerin. Nein, es geht hier nicht nur um den religiösen Führer, es geht hier um die Tibeter und es geht hier um die Menschen. Und da ist das Augenmerk drauf zu legen, da ist der Fokus drauf zu legen und da muss auch eine Berichterstattung zu erfolgen. Wir sagen ganz klar Nein zu dem, was in China geschieht. Und wir sagen nicht nur Nein, sondern wir müssen aktiv werden. Wir müssen protestieren gegen das, was in China mit den Tibetern passiert. Und deswegen haben wir ganz klare Forderungen. Und erhebe ich persönlich auch ganz klare Forderungen. Erstens, diese Gewalt muss sofort gestoppt werden. Ein Ende dieser Gewalt, ein Ende dieser brutalen Niederschlagung auch, ein Ende mit Folterungen, Verschwinden von Menschen, eine Achtung der Menschenrechte ist hier gefordert. Zweite Forderung. Die Bundesregierung sollte all ihren Einfluss nutzen, auf diese Situation auch in Tibet hinzuweisen und diese Situation zu ändern. Eine erste Möglichkeit bietet sich jetzt beim G20-Gipfel, dort mit den Chinesen im Dialog darauf hinzuweisen, was dort mit den Menschenrechten geschieht und die Chinesen ganz deutlich aufzufordern, die Menschenrechte zu achten. Drittens fordere ich auch eine klare Haltung der Bundesregierung. Wie stellt sie sich auf zu dem Thema? Und viertens sollten wir auch versuchen, auf Ebene der Europäischen Union möglichst eine gemeinsame, eine abgestimmte Haltung zu erarbeiten, um damit nicht nur Solidarität zu demonstrieren gegenüber Tibet, sondern um auch China gegenüber zu zeigen, das wird von uns, von der EU, von Deutschland so nicht akzeptiert. Die Menschen werden sich auch nicht unterdrücken lassen. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Diese Art von Repression, von Gewalt, das ertragen die Menschen nicht auf Dauer. Die Beispiele aus dem Nahen Osten oder auch aus Nordafrika sprechen ja ihre ganz, ganz eigene Sprache. Deswegen sollte uns das, was derzeit in Tibet geschieht, diese verzweifelten Versuche, die Öffentlichkeit auf sich zu lenken durch diese grausamen Selbstverbrennungen, sollte uns dieses Mahnung sein, jetzt zu handeln, Stopp zu sagen und Stand Up for Tibet, sich dieser Bewegung auch mit anzuschließen. Ich danke den Organisationen, die Stand Up for Tibet initiiert haben. Ich danke allen, die sich hier an dieser Sache beteiligen. Und wir werden im Deutschen Bundestag, im Tibet-Gesprächskreis auch all unsere Kraft, all unser Engagement einbringen, damit mit diesen Menschenrechtsverletzungen in Tibet Schluss ist. Tashi Delek.